Ja, hallöchen Leute und damit herzlich willkommen hier zu Let's Play Hide and Seek. Ja, Leute, ich weiß nicht mal, wie man hier auf Start drückt. Ja, das ist Kubanesisch. Ich kann kein Kubanesisch. Und ich kann auch kein Russisch. Ja, wenn ich kein Englisch kann, dann kann ich auch kein Russisch. Und ich würde einfach sagen, ene mene Mopel, et rappelt im Popel, ene mene Dreck und du bist weg und du auch. Deswegen drücke ich jetzt darauf und der Sperma-Balken lädt. Alles ist gut und schön. Und wir warten und wir warten. Und wir warten. Und Leute, hey! Wir warten. Und wir warten. Ah, AdSend. AdSend. Aber ich würde einfach sagen... Finger im Po. Mexiko. Nein, Leute, wir gucken uns jetzt ein bisschen um hier in diesen schnieken Räumchens. Mit S am Ende. Hier steht ein Rechner. Ein Computer. Oh mein Gott. Microsoft Windows 7. An Extension? Exception. Extension. Extension, naja, ist ja auch egal. Leute, hier hängt eine Uhr. Wir haben Uhrzeit in diesem Spiel. Wir haben alles. Wir haben lange Gänge, wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Licht. Mein Gott, die haben sogar Geld für Möbel. Nee, was gibt's hier? Ein Telefon? Noch mehr Uhren? Haha. Nee, Spaß beiseite, Leute. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Sonst kriegen wir ja hier nichts hin. Habeli, habeli, schnageli, schnuggeli, schnupp. Was hat das denn eben? Oh, nur weil ich 3 mm renne, fängt die dumme Sau gleich wieder an zu stöhnen, weißt du? Da kann ich direkt wieder gleich eine Fresse hauen mit meiner flachen Faust. Meiner flachen Faust, ja, das ist auch logisch, total logisch. Was ist das hier für ein Gitter? Kann man da... Nö, kann man nicht. Gut, kann man nicht mit interagieren. Storeroom. Geht nicht auf. Noch mehr Storeroom. Ja, doppelt hält besser. Ach, so ein Stoß. Achso, hier geht eine Treppe runter. Alles klar, Leute. Ich wollte gerade sagen, scheiße Wurst. Aber nee. Gut, hier ist eine Treppe. Alles ist gut. Hätte ich mir jetzt wahrscheinlich Bein gebrochen, dann wäre das Let's Play auch schon zu Ende. Das wollen wir ja nicht. Hier ist ein Hebel. Total unauffällig hängt der hier an der Wand und sagt, ah, drück mich hart. Und ja, das mache ich. Und nichts passiert. Oder was? Ja, super. Ah, so ein Blödsinn, ey. So ein stullenfriediger Stullenscheiß hier, Junge. Wenn hier nichts passiert, dann brauche ich auch keine Hebel drücken, die hier irgendwie an der Wand hängen, ey. So ein Blödsinn. Naja, gut, hier ist eine Tür aufgegangen. Weil Türen ja auch aufgehen, wenn man Hebel betätigt, ey. Leute, das ist alles total unlogisch. War das hier Zockerraum, Zockerküche? Ey, ja, das ist ja voll der Zockerraum hier. Wie geil. Hier muss dein 8.999-Euro-Baby auf dem Tisch stehen. Ja. Guck mal, also alles Lebensnotwendige hier. Eine Lampe, die dir den Weg zeigt. Hier kannst du draus sippeln aus der blöden Kanne hier. Ja, da ist wahrscheinlich Essen drin oder so. Hast du alles da? Schniegeli, schnageli, furz. Ja, und gehen wir wieder raus, Leute. Glotzen hier mal. Bisschen weiter hier, wa? Mofi, scheiße, du. Was? Mach mal hier, mach mal auf. Hier, mach mal zu. Nee, Leute, das ist ja behindert. Er kriegt gleich Ohrenschmalz in den Ohren. Nee. Leute, wenn das, was da gerade vorbei, denn und mich auf sich drauf und mich da sich darauf setzt, dann bin ich platt. Und tot. Und sowieso alles, was es gibt. Leute, wenn das Vieh, nee, vergiss es, das Vieh kriegt mich gar nicht erst, weißt du? Nee, ist nicht. Was ist hier? Können wir ein bisschen am Gas schnubbeln? Wisse von Hai. Den Schlüssel nehmen wir mit, einfach weil es geht und weil Schlüssel immer gut sind. Ja. Ja, wieder so logisch, ne? Gar nicht offensichtlich, dass dieser Hebel möglicherweise diese Pforte öffnet. Oder dieses Gitter. Ey, so ein... Oh, Leute. Aber das Licht ist geil. Wenigstens das Licht ist geil. Ja, das Licht ist cool und alles ist cool. Haha. Oh, Leute, der hat Bauchschmerzen. Der hat Bauchschmerzen, der Mungo. Der Gesichtselfmeter. Ich weiß ja nicht mal, wo ich lang gehen muss. Geht die Tür vielleicht auf? Haben wir einen Schlüssel gefunden? Ja, super. Ist ja auch total... Ja, na gut, das ist logisch. Ja, das ist es. Ein langer Gang, Leute. Hier passiert gleich was. Hundertzentig. Leute, der Gang wird doch länger hier, oder was? Na klar wird er länger. Alter. Oh. Der Gang aber wurde der Gang aber richtig lang wurde der Gang.
Scheiße. Ah, wie geil und sexy die Mülltonnen aussehen. Oh Gott, ich geile mich daran auf. Toll, ich habe gerade gesagt, wie sexy die aussehen und die ist total zerknödelt hier oder was? Na, tolle Wurst. Alter, ich krieg's ein zu viel. Ein zu viel krieg ich. Alter. Wo kommt ihr denn her? Lenovo? Oder was steht da drauf? Quattro? Ah, Quango, Quietsch. Oh. Leute, wo kamen die Kissen her? Die können doch nicht hier einfach aus der Decke fallen oder was? Da reicht schon, dass eine Tussi aus dem Boden kommt. Wenn ihr ganz genau wisst, was ich meine. Nee, aber Spaß beiseite. Die können doch nicht einfach von der Decke fallen, wenn hier irgendwie ein Haken dran wäre, weißt du? Es gibt immer einen Haken. Wenn alles gut ist und du gewinnst eine Million, ja, dann gibt es einen Haken. Ich sehe keinen Haken. Ach Mann, Leute, das ist doch dumm. Wie können denn hier Kisten einfach so aus der Decke fallen? Das ist total unlogisch. Ja, habe ich auch gerade so hingekriegt, das Wort eben. Oh, jetzt kommt langsam Blut ins Spiel, um mir ein bisschen Angst einzuflößen. Ja, wir fahren mit dem Floß nach Hoos. Aber das schafft es nicht, obwohl ja doch schon. Wie geil ist das denn? Dass das Vieh auch noch lacht, so, weißt du? Na, richtig genial gemacht, die Scheiße hier. Ja, auf jeden Fall ein paar bessere Effekte als ein Schlendermensch. Finde ich ehrlich gesagt bis jetzt ganz okay. War das hier Graben? Ergibt das einen Sinn hier, dass man sowas hier baut? Das ergibt doch keinen Sinn, oder was? Leute, wenn ich sowas schon sehe, weißt du, so ein fetter Knopf mit so einem fetten Hebel ran und darüber steht Halt. Ja, dann drücke ich da rauf. Ist doch logisch. Dann fliegen die Kisten hier vom Himmel oder was? Und dann kannst du rüber jumpen oder wie? Hier, Forrest Jump. Bam, in your face, ey. Forrest Jump hier, geht ab. 1000 Wattstrahler haben wir auch im Baumarkt. Ja, für 1,99. Oh, wieder so ein langer Gang. Das wird wieder zentriert hier, ne? Oh, hier gehen automatisch die Lichter an. Das ist aber sehr nett, du. Boss! War ich nicht. Oh, nächstes Level. Wie geil ist das denn? Na, darauf muss ich ja gleich mal erstmal gucken, ob ich eine SMS gekriegt habe. Habe ich nicht. Gut. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Ja, geil, Leute. Nächstes Level und, ja, wie immer, ich verstehe immer noch kein Wort. Aber wir sind Level Up. Oh mein Gott, andere posten das bei Facebook, wenn sie ein Level Up sind. Ja, ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Mir gerade irgendwie einfach so. Was? Was war das denn hier? Ja, na klar, Leute, ich joine und kriege vom Fall des Joins, also vom Joinen des Falls, also ihr wisst, was ich meine, ne? Vom Runterfallen des Joins. Krieg ich direkt hier so einen Schlag ins Gesicht hier oder was? Na, so ein stusseliger Fussel. Ach Mann, ey, ich könnt echt schon wieder heulen jetzt. Aber mir ist gerade nicht zum Heulen, weil ich gerade Spaß an der ganzen Sache hier habe. Das ist ein Hebel. Bevor wir den übersehen, drücken wir da einfach mal rauf. Ja, und nu? Bin ich jetzt gewachsen oder was? Ja, was ist denn nu passiert? Was ist das hier für ein Büroraum? Das finde ich aber auch ekelhaft hier. Lauter Glas und Splitter und so. Nicht, dass du einen Splitter im Arsch kriegst, du. Das entzündet sich und das wird zu deiner größten Plage der Welt. Deines Lebens, meinte ich. Ja, dann kannst du nicht mehr machen, Finger im Po, Mexiko. Dann kannst du bloß noch kacken gehen. Was ist das hier für ein Stift? Ein Kollegeschreiber oder was? Buschner, Haschner, Schnaggli. Schneuer, Honga, Hanga. Munga, Mungo. Oh, ein Tablet. Geil! Alte Opas würden da vielleicht ihr Toastbrot drauf schmieren, aber ich würde mir das Ding einpacken und ha, nie mehr wiederkommen. Der steht auf Haustiere aus. Ein Ding hätte ich auch gerne, ey. Wenn du, ganz ehrlich, ne? Wenn du so ein Viech auf dem Hof hast, ja? Ne, dann kriegst du keinen Besuch mehr. Also das Vieh brauchst du bloß draußen rumrennen lassen, du. Keine Einbrecher, kein Besuch mehr. Ne, nicht mal deine Mutter würde euch besuchen kommen. Ah, wie geil. Das musst machen. Ja, Leute, ich bin mal gespannt, was hier noch so alles passiert. Bis jetzt ja noch nicht so sehr viel. Aber ich denke, das wird sich auch irgendwann im Laufe des stethoskopischen Scheiß hier auch noch ändern. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade so ein bisschen, kriege gerade so ein bisschen flauschiges Gefühl im Hals.
Ah, als wenn du irgendwie eine Fliege verschluckt hast. Was ist das denn? Leute, Was ist das denn? Geh wieder weg. Hä? Wieso geht das nicht weg? Hä? Jetzt geht das nicht weg, oder was? Kann man hier speichern? Ah ne, ich kann ja kein Russisch. Scheiße. Ah, Kacke, ich will doch das Bild jetzt nicht ewig mit mir rumschleppen. Leute, was ist das denn für eine Kacke hier? Ey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Oh, mein Gott, ey. Schlepp doch nicht. Guck mal hier, schöne Pflanze. Schlepp doch nicht ewig so ein Bild mit mir rum, Alter. Wer bin ich denn? Jesus 8.0 oder was? Was bewegst du dich hier? Willst du mir Angst einjagen? Pff, dich schieße ich weg mit dem Fuß. Wow, Alter, Alter, Alter. Oh. Oh, die können ja nicht einfach aus dem Dunkeln rauskommen. Das ist ja, als wenn. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Alles ist gut. Jetzt muss ich umdenken, weil jetzt bin ich irgendwie wieder weitergekommen. Weißt du? Dann musst du direkt wieder umdenken, sonst kriegst du gleich einen Schlag in die Fresse. Können wir doch nicht einfach Kisten aus dem Dunkeln? Das ist ja, als wenn, wenn. Weißt du? So ist das denn. Und nicht an. Da hinten bewegt sich was. Was ist das? Was ist das? Lass mal näher kommen. Wie siehst du denn aus? Du siehst ausgeschissen aus. Bist du aus der Toilette rausgekommen oder was? Ach du Scheiße, Wurst. Nein, wisch dir deinen Arsch ab mit Klopapier. Er ist weg. Nein, da ist er, die dumme Sau. Was will der von mir? Leute, wo muss ich lang? Nee, hier gehen wir zurück. Das ergibt keinen Sinn. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er jetzt? Scheiße, er war hier schon drin. Wo ist er jetzt? Leute, ich krieg Panik. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Daumen auf. Wo ist er jetzt? Leute? Was? Wo? Alter, Alter, mach die Tür zu. Alter, ich will dir weg. Alter, ist das gruselig. Was? Geh mir weg mit so einem Bilden! Was? Was? Och nö. Och nö, Leute, nein. Ich hasse so eine Bilder. Ah, wie ich die hasse. Och nö, Leute, ganz ehrlich, so eine Bilder finde ich sowas von ekelhaft, schrecklich, eklig. Was ist hier? Schnee, scha, schnaggi, schnupp. Herr Schniegelisch tanzt im Schnaggi, schnack. Weiß ich auch nicht. Huh. Kriegst du direkt Panik. Gesichtspanik. Oh, Apple iPhone 98. Nimm mich mit. Eingepackt. Scheiß auf die Notiz, Junge. Ich nehme das Handy mit. WhatsApp hier geht ab. Ah, erstmal posten, dass ein neues Video online ist. Ach, nö, nicht wirklich. So, privat, da gehen wir natürlich rein. Kommen wir gar nicht rein. Scheiße, was machen wir denn jetzt, Leute? Soll ich mir jetzt am Sack kraulen oder was? Ich muss ja hier irgendwie reinkommen. Hä? Muss ich wieder ein K finden? Key? K? Arsch lecken? Ach da, guck mal, ich hab ein K gefunden. Wie geil, wie logisch das auch alles ist hier, ne? Ja, finde ich auch. Können wir nicht lang? Ah, war ja klar. Wa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Lass mich in Ruhe, du hast mir nichts zu sagen. Du bist einfach nur schwul und klein. Hä? Was? Wo? Wenn mir jetzt was hinterhergeschissen kommt, ne? Ey, ganz ehrlich, dann stell ich den Stolperdraht in eine Falle. Oh, macht da das weggeht, Leute. Das klingt ja total schwul. Was ist das hier für ein Rechner hier, für ein Drucker? Der ist ja aus dem 18. Jahrhundert entflohen hier, oder was? Was ist das hier für ein Raum? Das ist alles so unlogisch hier drin. Nein, ich will hier nirgendwo lang. Mach einfach die Türen zu, lass mich in Ruhe. Leck mich am Arsch und hau mir in die Fresse. Der Drucker stand vorhin noch da auf dem Tisch. Nee, ist ein anderer. Scheiße, Wurst. Oh mein Gott, ist das alles ekelhaft hier. Ja, Leute, was für ein billiger Effekt. Mal ganz ehrlich. Also, wenn du eine Stange nimmst, die da einmal durchpiekst und ordentlich dran drehst an diese blöden Dinge. Weißt du, an was mich das gerade irgendwie erinnert? Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber das sieht schon ziemlich hässlich aus. Das erinnert mich gerade daran, wie ein richtiger Frauenarsch sein muss. Ja, da musst du nämlich abends, bevor du schlafen gehst, musst du da raufhauen. Der muss morgens früh noch wackeln. Dennis hat einen Frauenarsch. Nein, ich bin schon wieder ein Level weiter. Oh, nee, ich hab fertig. Oder? Ja! Ja, Leute! Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an euch fürs Zugucken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!